Mario Kart 8! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario Kart 8 Deluxe! Ab heute spielen wir einen neuen Modus. Und zwar, also, Modus trifft's nicht ganz. Wir sind immer noch im Grand Prix unterwegs. Aber, ja, wie man unschwer erkennen kann, haben wir den 150er Cup absolviert. Ich habe da noch, oh Gott, ich habe die Sterne noch nicht geholt. Oder erreicht, gemeistert, absolviert, whatever. Trotz alledem widme ich mich jetzt zum allerersten Mal dem Spiegelmodus. 200 kommt noch. Ich muss gestehen. Ein kurzes Geständnis. Ich habe doch tatsächlich jetzt endlich mal im Stream auf Twitch Mario Kart gezockt. Und ich war so schlecht. Ich war so grottenschlecht. Also, ich würde ja schon behaupten, selbst im 150er Hubraum habe ich jetzt keine Bestleisten, also besten Listen belegt oder irgendwelche Bestzeiten aufgestellt, klar. Aber ich war so grottenschlecht im Stream. Ich frag mich nicht warum. Also da war selbst im Let's Play besser. Frag mich nicht warum. Ich widme mich jetzt dem Spiegelmodus. Ich hab ein bisschen Angst, ja doch. Und ich habe auch leider absolut vergessen, mit wem wir schon alles gespielt haben. Weshalb ich einfach irgendwen nehme, wo ich denke, Lemmy. Lemmy und Larry zum Beispiel, ne? Obwohl, bei Larry könnte ich mir vorstellen, den schon gespielt zu haben. Der ist von den Koopalingen her noch mit am coolsten. Den fand ich immer toll. New Super Mario Bros. Wii. Erster Tower, erstes Castle. Larry, blau. Mega geil. Habe ich gefeiert. Und dadurch, dass ich halt im Stream gespielt habe, habe ich auch das ein oder andere Kartteil freigeschaltet, aber nicht, ja, gezeigt, geöffnet. Das Geschenk blieb ungeöffnet. Klingt ein bisschen wie Weihnachten. Die Clownkutsche. Die passt erstaunlich gut zum Cooperling. Widmen wir uns der doch einfach mal. Und hier schön die kleinen Türkisen rein. Komm, das machen wir mal. Und dazu den, nee, der sieht kacke aus, dazu den Gleitschirm. Gleiten ist besser als reiben, habe ich, oh Gott, die ganzen Icons sind ja auch alle, oh Gott, okay, ja. Wir gehen natürlich der Reihe nach, ne, fangen an mit dem Pilzcup. Und widmen uns der ersten Strecke im Spiegelmodus, und zwar der Mario, ich will immer Station sagen, Mario Kart Station, aber nein, es ist das Mario Kart Stadion. Ist mir im Stream auch schon aufgefallen, ich will immer Station sagen, das heißt aber Stadion. Und immer wenn ich es bewusst falsch sagen will, dann sage ich Stadion. Katastrophe. Und ich habe auch immer noch nicht den Turbostart raus. Das ist eine Katastrophe. Ich habe gelernt, ich muss mehr Münzen sammeln. Das ist, fick dich! Was war das denn? Ja, das fängt ja gut an. Was war das denn? Hatte der was hinten dran? Sag mal, ihr habt sie doch wohl nicht mehr alle. Hau ab, Kollege. Mach mal Konsole auf Standby. Ja, danke. Du mich auch, du Pissnelke. In Mario Kart, ne, an alle Eltern da draußen, Mario Kart ist kein Kinderspiel. Jeder, der denkt, das hier wäre familienfreundlicher Kinder-Content, nein. Holen Sie bitte Ihre Kinder von Ihrem Endgerät weg und lassen Sie sich bitte was anderes gucken. Das hier ist nicht Kind... Fick doch die Hände! Das hier ist nicht kinderfreundlich. Bitte. Tun Sie es zum Schutz Ihrer Rente? Ja, egal. Ja, natürlich. Jetzt wird mir auch noch hier die Gartenarbeit geklaut. Okay, ich fahre grottenschlecht, ich sehe schon. Das liegt aber nicht an der Strecke. Das liegt nicht am Spiegelmodus, das liegt nicht an der Strecke. Ich würde es auch tatsächlich nicht aufs Bike oder aufs Kart schieben. Damit komme ich erstaunlich gut klar. So, hier, wer ist denn das da oben? Baby Rosalina. Ja, alles klar. Oh, ja, ich sehe schon. Eine Münze, natürlich eine Münze. Was auch sonst. Aber, ja genau. Ach, das war gar nicht die letzte Runde. Ja, siehst du, ich professioneller Let's Player. Ich sehe schon. Ich dachte, das wäre die letzte Runde. Ich hab das Gefühl, die Beschleunigungsstreifen, ne, dadurch, dass, ja genau, snipe mich halt ab wie so eine Bitch. Diese Beschleunigungsstreifen, die haben... Sag mal, geht's dir gut?
Die haben es irgendwie nicht in... Ja, ist okay. Die haben es nicht in sich. Die sind so abgelenkt. Also, die sind so... Ja, ist okay. Ja, nee, ist okay. Fünfter. Mhm. Okay. Ich war ja nur Erster. Na, so. Wir spielen ja auch Mario Kart. Ist es eigentlich offiziell? Ich frage jetzt mal. Ist es offiziell, dass das hier... Komm, vor Buhu noch. Sehr gut. Ist es offiziell, dass Mario Kart 8 eines der schlechtesten Mario Karts ever ist? Also, ich meine jetzt nicht irgendwelche Verkaufszahlen oder so, aber... Ich meine, obwohl, andererseits, früher, die Mario Karts waren ja noch schlimmer, ne? Da wurde es ja noch mehr abgefuckt, aber... Weiß ich nicht, da hatte das irgendwie mehr Spaß gemacht, ne? Die Definition von Mario Kart ist schwierig, sagen wir es so. Und auch auf der zweiten Strecke im Pilzpark, im Pilzcup, dem Wasserpark, so rum... Ja, geht es rasant her, ne? Ist ja so ein typischer Spruch, ne? Subcoaster. Ich finde den englischen Namen irgendwie cool. Das erinnert mich an so ein altes Computerspiel. Wie hieß das denn nochmal? Roadcoaster, ne? Das habe ich gerne gespielt. Da konntest du dir eine eigene Achterbahn zusammenbauen. Also SimCity für Arme, quasi. Oder Minecraft für Arme, nur ohne Blöcke. So, weiß ich nicht. Fällt mir gerade so ein. Habe ich gerne gespielt. Ich hatte auch so ein altes Bob der Baumeister-Videospiel. Für den Computer, ja, wer hätte es gedacht? Ich weiß nicht mehr, was man da machen musste. Das war... Ich glaube, das wiederum war dann Animal Crossing für Arme. Glaube ich. Ich weiß auch nicht mehr, woher ich das hatte. Das habe ich einfach irgendwann gespielt. Das war da. Aber das ist ganz oft so gewesen als Kind. Manche Spiele waren einfach da. Entweder du hast sie halt zum Geburtstag bekommen, sie lagen unterm Weihnachtsbaum, vielleicht mal was zu Ostern. Aber daran erinnert man sich ja dann meistens, ne? Aber viele Dinge waren auch einfach da, ne? Die waren einfach so zwischendurch, ne? Weißt du, man denkt immer, man hatte nichts, ne? Wenn man sich immer so mit anderen vergleicht, die voll viel hatten. Aber da muss man sich mal die Frage stellen, woher kommen die ganzen Spiele und die ganzen Geschenke, die man nicht so zu Weihnachten bekommen hat? Die müssen ja dann einfach so da gewesen sein, ne? So zwischendurch. Also ganz so arm war man dann doch nicht. Ja, danke Schicksal, wieder direkt einen reingedrückt. Ich lieg wahrscheinlich falsch. War wahrscheinlich... Hatte mit Kinderarbeit zu tun, deswegen darf ich das hier nicht erwähnen. Aber ich wusste es ja nicht, aber das ist ja egal. Ich weiß nicht, macht das Sinn, was ich da sage? Die Clownkutsche ist erstaunlich gut. Sagt da jetzt, ne, wo er Erster ist. Klar. Heißt ja nichts. Oh. Nee, geh weg. Ich habe ja einen Panzer. Okay, wir sind gesichert. Und zwar doppelt. Wir haben auch noch eine Banane in petto. Aber am liebsten wäre mir natürlich eine Hupe. Damit könnte ich dann wenigstens einen Stachy abwehren. Es kam heute noch kein Stachy, ne? Oh nein. Jetzt habe ich was beschworen. Und wir sind kurz vorm Ziel. Oh nein, kein Stachy mehr. Komm, bitte. Oh, ein Segen. Ein Segen. Okay, das hat erstaunlicherweise gut funktioniert. Ich habe Angst, was uns heute noch erwarten wird. Wir haben 25 Punkte. Ja. Der zuckersüße Canyon. Eine sehr schöne Strecke eigentlich. Es gibt eigentlich keine Hassstrecke hier für mich in Mario Kart. Es gibt höchstens die langweiligste Strecke. Und das ist der... Ich weiß nicht, wie die Strecke heißt. Der Polarkreis. Ich meine, die heißt irgendwie so. Ich finde die halt sehr unspektakulär. Habe ich auch schon im 150er Hubraum gesagt. 150. Ich habe nicht gedriftet. Mist. Ja, hast du gesehen? Die wollten mich mit der Banane noch abschießen. Blödes Mistblag. Nee, jetzt geh doch mal weg. Alter, kaum habe ich nichts am Arsch, werde ich hier wieder bombardiert. Ich meine, ich kann es ja verstehen, ne? Vielleicht machen sie das ja wegen Larry. Der ist ein Cooperling, eigentlich böse, ne? Weiß man das eigentlich, warum die Cooperlinge so sind, wie sie sind? Ich meine, die haben ja ganz offenkundig alle einer einer Waffel. Sind alle böse, gehören zu Bowser. Und dann noch die Frage, wie sind die denn entstanden? Und stimmt die Theorie, dass die alle wirklich mit Bowser Jr. bzw. Bowser verwandt sind? Weißt du, ich spiele mein Leben lang Nintendo-Spiele... Und ich weiß sowas nicht.
Klar könnte man googeln. Aber sobald man wieder googelt, sie haben Krebs. So, das funktioniert nicht. Google ist nicht mehr das, was es mal war. Ja, ich habe Husten, ne? Also, ich google dann mal. Vielleicht kann man ja... Sie haben Krebs. Das funktioniert nicht. Aber auch nicht erst seit gestern, ne? Also ich persönlich, mir ist das noch nie passiert. Das sagt man immer so, ne? Was, ich habe die Baby-Rosalina nicht getroffen? Ja, okay, komm, geh weg. Ja, natürlich, komm, eine Hupe vielleicht noch. Oder na. Ja, jetzt werde ich wieder überholt hier. Und nee, werde ich nicht. Aber vollgewichst. Wie gesagt, ne, kein kinderfreundliches Let's Play hier. Oha, das war knapp. Das war knapp. Ich komme erstaunlich gut mit diesem Kart klar. What's wrong? Macht das eigentlich Sinn, Münzen zu sammeln, auch wenn man schon 10 hat? Ich meine, so einen ganz kleinen Boost geben sie ja. Aber ist ja denn... Der ist nicht so gravierend, ne? Und dass ich auf dem ersten Platz mit 10 Münzen im Inventar noch eine Münze als Item kriege, ist auch eine Beleidigung. Was freue ich mich auf Mario Kart Wii Let's Play oder DS oder Double Dash, wo es keine Münzen gibt. Aber wir hatten guten Vorsprung. Wir hatten guten Vorsprung. 40 Punkte? Ja, easy going. Das läuft. Warum war ich im Stream so schlecht? Es ist mir ein Rätsel. Also wirklich. Ach ja, die Steinblock-Ruinen. Tatsächlich einer meiner Lieblings-Maps, Strecken. Jo. Wie gesagt, ich mag viele Strecken aus Mario Kart. Es gibt wirklich sehr, sehr, sehr wenige Strecken, die ich wirklich abgrundtief hasse. Also die ich nicht nur nicht kann, sondern auch optisch hässlich finde. Mir fällt keine ein. Also selbst den Polarkreis, ich weiß nicht, wie die Strecke heißt, es tut mir leid. Ist zwar optisch jetzt nicht so, ne, wie gesagt, ist nicht... So der Knaller ist nichts Besonderes und ist auch optisch nicht der Hingucker, aber die kann ich zumindestens. Die ist einfach. Aber es gibt keine Strecken, die ich weder nicht kann, also, ne, als Kombo, die ich sowohl nicht kann, als auch, ja, wie sagt man, auch optisch total scheiße finde. Gut, ich habe viele Mario Kart Teile nie gespielt. Also N64 habe ich nie gespielt, DS habe ich nie gespielt, Double Dash für den GameCube habe ich nie gespielt. Und dementsprechend kennt man ja auch nicht alle Strecken. Klar, viele Strecken wurden geremaked, geportet für andere Konsolen und Mario Kart Teile, klar. Aber da fragt man sich natürlich, ne, warum ausgerechnet die und warum nicht gleich alle, ne? Waren die Strecken schlecht damals? Das weiß ich nicht. Wir werden das alles... Ich werde das alles herausfinden. Irgendwann. Wenn die Zeit da ist, ne? Ich, als ich früher noch jung war, ne? Ja. So, mir fehlen die Münzen. So, ich behalte die beiden Panzer mal. Man weiß ja nie. Schützt mich zwar nicht vom Stachy, aber... Ja. Stachy ist eigentlich der falsche Begriff, ne? Stachy sind ja rot. Ach nee, das sind ja Pickelkäfer. Ja. Wie kam man eigentlich auf den Namen Pickelkäfer? Ich meine, das ist ein Stachel und kein Pickel. Pickel hab ich. Wegen Corona. Ja, ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie Probleme mit Pickeln. Aber seitdem. Die esse ich gerne zu Fisch. Seitdem Corona existiert und Sorge macht und Masken tragen muss und Maskenpflicht und hast du nicht gesehen, krieg ich Pickel. Sag mal, ist das dein Ernst? Meine Bombe! Boah, wie asozial! Boah, der Blitz ist schlimmer als ein Stachy? Seit wann das denn? Oh, nee, bitte verschone mich jetzt. Oh, ich fahr ein bisschen besoffen. Und er gibt doch dieselben Laute von sich. 55 Punkte. Wow. Ich hab's mir schlimmer vorgestellt, wenn ich ehrlich bin.
Guck mal, nur in der ersten Strecke wieder nicht Erster geworden. Ich erkenne ein Schema. Aber zumindest den Goldpokal. Und ein Stern, ey, immerhin. Du hast 390 Münzen gesammelt. Ein neues Fahrzeugteil ist nun verfügbar. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder im Blumencup. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Bleibt dran. Ciao.